So, willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben jetzt ein paar Autos noch zum Suchen. Wir haben schon 1, 2, 3, 4 Stück. Ich glaube mal, da machen wir uns jetzt direkt mal auf die Suche und fangen mal mit dem hier unten an. Ich fahre schnell hin und dann sehen wir uns an der Stelle da. Da sehen wir uns dann wieder. Okay, bis gleich. So, wir rollen gerade in den Kreis rein. Ziel Ich habe erreicht. schon eine Vermutung, wo es sein könnte, weil da hinten ist ein Bauernhof. Wir biegen da vorne rechts ab. Aber das heißt ja noch nichts. Wir müssen auf jeden Fall so einen Container da finden, so ein Lager, oder? Ich glaube, hier ging es rein, ne? Ja. War das hier? Das ist auf jeden Fall dieses Feld. Das Haus, also vom Radar her, als wenn es da Lager eingab, aber es sind nur Bäume. Ja. So, hier haben wir noch eine unbefestigte Straße. Wir fahren die hier lang. Die Hütte ist diesmal ein bisschen mehr versteckt. Wir gehen mal extern an. Sehen wir sogar ein bisschen besser. Doch so ein Weg lang. Nee. Ja, manchmal ist es ein bisschen schwieriger, da was zu finden. Schon wieder Straße. Da hinten sind zwar Häuser, aber das sind nicht solche Baracken.
gucken uns mal die Stadt genauer an. Okay, da kommen wir schon mal. Wo könnte das sein? Sieht man ja im Wald vor lauter Bäumen nicht. Da hinten waren wir schon, da ist das Feld. Was haben wir hier? Und eine Absperrung. Okay, wir gucken nochmal Map. Kann ja nicht sein. Oben sieht man jetzt nicht so gut. Kann natürlich auch hier ist alles Wald, da könnt ihr die auch zwischendrin hocken. Man kann halt nicht weiter ranzoomen. Das ist warte. Okay, guck mal da in den Wald nochmal. Ups. Da vorne was? Oh ja. Jawohl. Wir haben es gefunden. Sehr schön. Hast du ihn gefunden? Coole Sache. Ich zieh nur schnell ein trockenes Shirt an, bevor ich komme. Was ist das denn? Die Rede, Alter. Warte mal. Das kann nicht sein. Ein PLP-50. So einen wollte ich schon, als ich noch klein genug war, um in einen reinzupassen. Komm schon, pack mal mit an. So muss das sein. Ich bringe ihn in den Fuhrpark. Ich melde mich später. Melde mich später, genau. Jetzt gehen wir direkt zum nächsten. Das Hinfahren, das du mal überspringen. Ich habe schon eine Vermutung, dass das Ding, weil hier sieht es aus wie so ein Lager. Vielleicht könnte es da sein. Da sind wir aber noch nicht lang gefahren. Ansonsten müsste man halt echt suchen. Hier kann man noch zwischendrin, ist noch irgendwas. Sonst haben wir da echt ein Problem. Ich glaube aber, dass es vielleicht unten liegt. Markiere direkt mal dahin. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder.
weil die Fahrt, die überblende ich einfach. Okay, das schneide ich so zusammen, dass man, ja, dass wir die Fahrt übersprungen haben. So, da sind wir schon. Machen wir gleich mal extra in Ansicht. In 100 Metern scharf links abbiegen. Sieht man auf jeden Fall gut und schön weit hier. Ja. In 200 Metern scharf rechts abbiegen. Scharf rechts abbiegen. Nee, sieht nicht so lange aus. Du hast dein Ziel erreicht. Das Ding ist wahrscheinlich wirklich doch im Wald. Naja. So. Nein, wir machen es nicht. Zug, ne? Oder irgendwas halt. Irgendwo ein Schild. Okay. Wir haben jetzt aufgepoppt. Alles klar. Wir gucken, haben wir hier eine Hütte? Nee. Dann fahren wir in den Wald, so wie immer. Ist das Häuschen? Unten? Ja. Perfekt. Sind wir die Ersten? Hey, besten Dank. Bin auf dem Weg. Oha, geil. Mann, von so einer hatte ich als Kind ein Poster an der Wand. Oder noch immer, wenn Oma es nicht abgenommen hat. Schön Lotus. Eine Lotus Elise GT1. Nehmen wir sie mit.
Die Kiste wird der Hammer, wenn sie fertig ist. Ich ruf dich an. Jo, mach das. Wir gucken jetzt gleich zum nächsten. Es gibt wohl einen Driftclub in der Nähe, der sich, naja, Driftclub nennt. Ich habe mit deren Boss Robert Glenn geredet und du hättest sein Gesicht sehen sollen, als ich ihm sagte, dass ich dich kenne. Er will dich unbedingt kennenlernen und will sehen, was du hinter dem Steuer drauf hast. Okay. So. Sieht man hier irgendwie was, wie aussieht wie ein Häuschen, das hier vielleicht? Ansonsten. Nichts. Dann heißt es nämlich wieder suchen. Jetzt gucken wir erstmal, von wo kommen wir rein? Von da kommen wir rein. Alles klar. Dann sehen wir uns auch da gleich wieder und ja, suchen das nächste Auto, würde ich sagen. Und dann haben wir ja nur noch das hier oben, ne? Dann haben wir alle vier, ja. Also bis gleich. So, dann sind wir auch schon klar wieder da, ne? Weiß ich nicht, wo man gesagt hat, wo was sein könnte. Tun wir mal gucken, wa? Gucken wir doch mal. Muss ja nicht unbedingt hier sein. Fahren wir die Straße hinter und machen dann hier hinten irgendwie alles rum. Mal gucken. Hat hier jemand ein winziges Auto bestellt? Feldweg hoch. Das kann abgeholt werden. Ja, ja. Ups. Okay. Wie hast du noch einen gefunden? Ach, warum frage ich überhaupt? Bin gleich da. Schön, Subaru. Sieh sich das einer an. Endlich einer für mich. Das ist ein Impreza 22B, ein altes Rallye-Prachtstück. Nur eine Handvoll wurde nach Großbritannien importiert. Das ist eine echte Rarität. Los, machen wir ihn wieder fit. Ja, aber ich das bringe war jetzt ihn zum echt Zufall. Fuhrpark, okay? Vielleicht behalte ich ihn sogar selbst. Das war jetzt echt Zufall, dass wir so nah dran waren. Wir waren ja hier auf der Straße irgendwo, ne? Irgendwo. Keine Ahnung. Und dann zack. Alles klar. Dann haben wir den auch. Ja, wir sind den Feldweg da irgendwie hoch und dann sind wir direkt drauf zugekommen. Hier den Feldweg rein. Cool. Dann ging das ratzfatzi. Dann gucken wir mal, wo hier noch einer ist. Rangierbahnhof, das sieht aus wie so ein Haus. Da könnte aber auch sein. Ist klar, von wo kommen wir? Von da. Ist klar, dann fahren wir dann halt so und machen den Feldweg mal rein. Gucken wir erstmal das an. Und dann suchen wir den Rest durch. Hackenjagd oder König, okay. Jo, und dann sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen. Bis gleich. So, und jetzt sind wir auch schon wieder. Du hast dein Ziel erreicht. Externe. Und dann fahren wir. Nee, ist doch böse Haus, ne? Ist nur ein Haus. Okay, der hat es als erstes vermutet. Boah, externe Kamera, ich hab das so eierig. Fahren im Lenkrad. Kann man nicht so richtig einschätzen, ne? Jetzt wird es auch noch richtig dunkel.
Ist natürlich nicht so vom Vorteil. Jetzt fahren wir mal links. Schauen wir hier so einen Hang am Bahnhof. Wo das Bahnhof sein soll. Nicht so lange aus, ne? Gut. Fahren wir hier hoch. Gehen wir wieder so einen Feldweg. Dann schlägt er 40 Straße, ne? Ja. Ja, nachts sieht man so schlecht. Aber so schön offenes Gelände. Okay, fahren wir anders rein. Bin ich gleich da. Hast du? Super! Geh bloß nicht ohne mich rein! Sieh sich das einer an. Ein Spitfire. Natürlich nicht das Flugzeug. Man sieht es ihm vielleicht nicht mehr an, aber dieses Auto war ein Meisterwerk britischen Designs. Das macht mich wirklich stolz.